Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch in dem Video einmal die direkte Periodendauermessung vorstellen. Das ist quasi das Compound-Video zur direkten Frequenzmessung. Wer das nicht gesehen hat, besser am Anfang einmal anschauen, damit ich hier in dem Video etwas schneller über die Themen hinweggehen kann. Es ist nämlich eigentlich fast identisch, die direkte Periodendauermessung wie die direkte Frequenzzählung, nur dass halt eben zwei Größen vertauscht werden. Genau, warum nimmt man die direkte Periodendauermessung, wenn doch die direkte Frequenzmessung relativ ähnlich ist? Das lässt sich leicht begründen. Man kann damit eben Frequenzen, ich habe sie geschrieben, für Frequenzen geeignet, die hoch sind. Also das heißt, man kann damit hohe Frequenzen detektieren, beziehungsweise niedrige Periodendauern detektieren. Und dementsprechend kann man auch mit einem Teiler, wie wir es im anderen Video kennengelernt haben, niedrige Frequenzen detektieren. Dafür ist es aber eher nicht gemacht, sondern wie gesagt, wenn eine Frequenz hoch ist und ich über direkte Frequenzzählen nicht hinkriege, die zu zählen, dann vertausche ich eben den Eingang mit Quarzoszillator, sehen wir gleich auch nochmal. Und dann kann ich, wie gesagt, die Periodendauer direkt detektieren. Das Vorgehen ist wieder identisch. Das heißt, ich habe direkt das Zählen der Quarzoszillatorschwingung während der Torzeit, das heißt im Endeffekt einen direkten Zähler oder einen Zähler, der eben direkt eine Frequenz zählt, nur eben diesmal mit dem Unterschied, dass wir die Quarzoszillatorschwingung zählen und nicht die Signalschwingung. Denn das Signal ist jetzt im Endeffekt das, was die Torzeit ausmacht. Bedeutet im Endeffekt, ich kann ja, jetzt, wie gesagt, die Torzeit darüber bestimmen, dass ich im Endeffekt die Periodendauer. Ja, ich kann jetzt im Endeffekt die Torzeit bestimmen, indem ich das Signal im Endeffekt rekonstruiere über die Quarzoszillatorschwingung, die ich während dieser Torzeit gemessen habe. Genau, schauen wir uns einfach mal den Aufbau an. Wir haben jetzt im Endeffekt an unserem Tor, das hatten wir ja gesehen, war hier an zweiter Stelle, am Eingang eben nicht mehr ja, den Verstärker, sondern den Verstärker und das Signal anliegen, sondern eben den Quarzoszillator, der war ja das Symbol wie folgt. Das heißt, ich kenne meine Frequenz, die ich hier drauf gebe, sehr genau, beziehungsweise meine Torzeit, meine Periodendauer des Quarzoszillators kenne ich sehr genau. Ich nenne es mal TQ. Womit ich jetzt mein Tor ansteuere, habe ich ja eben schon gesagt. Das ist im Endeffekt der Verstärker plus eben der Schmitt-Trigger. Das ist, wie gesagt, nichts anderes um diese Sinusfrequenz, die hier ankommt. Hier wird hier hinten zu einer Rechteckfrequenz, damit ich dieses Tor genauer ansteuern kann. Also für nichts anderes ist als der Verstärker da. Da muss man sich jetzt nicht wundern, warum der da liegt. Und wir haben hier noch den Teiler, auf den gehe ich auch hier wieder nicht so deutlich ein. Aber im Endeffekt kann ich darüber eben meine Frequenz runterteilen in andere Frequenzen. Und das FS hat ja theoretisch auch ein TS, also eine Periodendauer. Und die kann ich mir eben jetzt über diese Schaltung bestimmen, indem ich eben, wie gesagt, mein Tor einmal die Dauer TS lang offen lasse und dann zähle, wie viele TQs, also Quarzoszillatorschwingungen, sind denn im Endeffekt während dieser Periodendauer meiner Signalfrequenz anliegend. Das geht im Endeffekt auch wieder über einen Zähler. Was der zählt, tut er im Endeffekt speichern und dann an einem Display ausgeben. Und die Periodendauer, die kann man relativ leicht berechnen. Das sehen wir hier unten. Ich kann also im Endeffekt meine Periodendauer TQ, die ich ja berechnen möchte, beziehungsweise auch, ich kann es mal angeben als TS, so nicht TQ. Das ist also die Periodendauer meines Signals, das ich vermessen möchte, ist im Endeffekt nichts anderes als die Anzahl der Ereignisse, die ich im Zähler zähle, multipliziert mit der Periodendauer meines Quarzoszillators. Und diese Quarzoszillator-Periodendauer, die kenne ich ja sehr genau, weil der Quarzoszillator ist eben sehr genau. Also sehr genau bekannt. Genau. Und wenn ich das Ganze jetzt bestimmen möchte, dann muss ich beachten, auch da tritt immer ein Fehler auf, nämlich plus minus einmal die ja, Quarzoszillator-Periodendauer selbst. Das liegt eben auch wieder an dem Thema Fehlsynchronisation. Ich male es auch hier nochmal gerne ein. Wenn wir zum Beispiel ein Sinussignal vermessen und als Ereignis die Nullstellen zählen, dann kann es ja sein, wenn wir das Ganze so anlegen, dass ja, genau zur Eröffnung des Tors oder zur Öffnung des Tors das Signal beginnt, dass wir eben drei Nulldurchgänge zählen. Wenn wir jetzt aber zufälligerweise eine Viertelperiode später beginnen, also im Endeffekt hier an dieser Stelle das Tor erst öffnen, dann haben wir während der gleichen Torzeit nur zwei Ereignisse, die wir vermessen. Und dementsprechend kommt da also ein Fehler hinzu, der plus minus einmal TQ sein kann. Wie gesagt, auch hier gilt, wenn wir während der Torzeit sehr viele Ereignisse haben,
Also ich mache es jetzt mal schnell quasi auf, dann mitteln sich diese Fehler am Ende weg, beziehungsweise nicht mehr so relevant. Aber man muss wissen, dass immer dieser Fehler ja, auftreten kann und dass das immer vorhanden sein kann und man das quasi nicht wieder zurückrechnen kann. Also das sollte bekannt sein. Sonst, wie gesagt, falls das jetzt ein bisschen zu hoch war, am besten erstmal das Video zur direkten Frequenzmessung anschauen, Frequenzzählung im Endeffekt anschauen. Und wenn das nicht verstanden wurde hier, dann wird es, denke ich, spätestens in dem Video dort klar. Falls es sonst Fragen gibt, natürlich gerne in die Kommentare stellen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.